So, hallo an euch alle da draußen. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt, hier zu einem neuen kleinen Konzertbericht von mir. Ist auch der letzte für dieses Jahr. Gut, das Jahr ist jetzt auch schon fast zu Ende. Und ich war jetzt, wenn ich jetzt das heute aufnehme, das war quasi, das ist der Tag nach dem Konzert. Und zwar war ich gestern Abend in München bei Scala and the Kolaschny Brothers. Ist ein Musikprojekt aus Belgien. Also sind zwei Brüder, die zusammen mit einem Chor aus Frauen durch, ja, ich sage jetzt mal, Europa tourt, und die größtenteils bekannte Pop- und Rocksongs halt neu interpretieren und halt in einer Chorversion quasi wiedergeben. Das Projekt hat ja begonnen vor vielen Jahren mal, dass quasi auf der Bühne einer der Brüder, der Steven, glaube ich, heißt der wo am Piano sitzt, dass der quasi, der hat am Piano gespielt und sein Bruder, der ist quasi der Dirigent und hat einfach den Frauenchor dirigiert. Mittlerweile haben sie ein bisschen quasi aufgewertet, ihre Show, und haben jetzt zusätzlich zum Klavier noch ein Schlagzeug mit dabei für die ein oder andere Nummer, Synthesizer, Techno-Beats. Und auch gewisse Lichteffekte, Schrägstrich Lichtshow. Und als letzter Punkt, die Chordamen haben auch die ein oder andere kleinere Tanznummer quasi in ihren Songs quasi mit eingearbeitet. Also aus einer reinen, sag jetzt mal, Gesangsveranstaltung mit nur einem Instrument ist jetzt, wie gesagt, hier so eine richtige Show geworden. Also ich kannte, oder ich kenne dieses Projekt ja schon etwas länger. Dementsprechend kenne ich natürlich auch Aufnahmen etwas älterer Konzerte, und da sieht man halt, wenn man sich das Projekt, also diesen Scala-Chor, jetzt heute live ansieht und guckt sich dann mal so ein Video von vor 10 Jahren an, da merkt man schon einen riesen Unterschied, wie quasi die Aufmachung von so einem Konzert ist. Ich finde es persönlich natürlich wirklich interessant, dass man einfach dieses reine Thema Chor, wie gesagt, aufwertet mit anderen Instrumenten, mit anderen Show-Elementen, sodass einfach ein, ja, ich sage jetzt mal, dass so dieses durchaus angestaubte Image, was so Chöre an sich haben, einfach einen sehr, sehr modernen Touch bekommt. Und dementsprechend war ich auch sehr glücklich, dass ich mir Anfang dieses Jahres als Geburtstagsgeschenk quasi mir da Karten besorgt habe. Ich war mit einer Freundin auf dem Konzert. Ich kann euch auch kurz die Karte hier mal zeigen, dass ihr auch seht, dass ich wirklich auf dem Konzert war. Es wird natürlich wie immer auch natürlich Musikbeiträge oder Musikeinspieler geben. Ich habe, obwohl ich wirklich total fasziniert war von dieser Show, die hat knapp 2 Stunden gedauert, trotzdem ist ein oder andere Lied kurz mitgefilmt. Ich habe jetzt nicht Lieder komplett mitgefilmt, sondern ich habe einfach meistens maximal 1,5 Minuten Videos gemacht, einfach weil ich, das muss ich auch ehrlicherweise sagen, mich auf die Musik konzentrieren wollte, auf die Show, und zum anderen, weil ich einfach dann doch schon nach beim ersten Lied schon so quasi geflasht war diesen ganzen Eindrücken, dass ich dann einfach auch mir innerlich gesagt, okay, für diesen Konzertbericht machst du ein paar Aufnahmen, aber ich versuche es wirklich kurz zu halten, um mich wirklich ausschließlich die Emotionen und einfach das, was ich da geboten bekomme, auf mich wirken zu lassen. Also darum habe ich lieber kürzere Takes, dafür mehr Auswahl gemacht, und
Ich wollte einfach bloß gleich am Anfang erwähnt haben, falls ihr euch jetzt dann wundert, dass die kommenden Ausschnitte relativ kurz ausfallen. Genau. Genau, was wollte ich sagen noch? Also wie gesagt, wir sind da hingefahren. Frühen Nachmittag sind wir los. Von mir aus braucht man ja nach München rein. Ich sage jetzt mal, wenn man entspannt fährt, ja, nicht ganz 2 Stunden. Kommt immer auch ein bisschen auf den Verkehr an. Also runterwärts haben wir knapp, ja, nicht ganz 2 Stunden gebraucht. Ich parke ja immer in München draußen bei der Allianz Arena in Fröttmanning. Da gibt es ein riesiges Parkhaus. Und von da aus kannst du ja mit der U-Bahn, weil da ist ja direkt die U-Bahn mit dran. Da erreichst du ja in München quasi alles. Man muss halt nur wissen, wo steigt man in die andere U-Bahn um oder wo steige ich vielleicht in die S-Bahn um. Aber da gibt es an jeder U-Bahn-Station ausführliche, auch übersichtliche Aushänge, wo auch das ganze Verkehrsnetz eingezeichnet ist. Also da braucht jetzt keine Angst haben, dass er sich nicht auskennt. Und wie gesagt, wir haben da ganz entspannt geparkt, sind dann mit der U-Bahn nach München reingefahren, weil Fröttmanning ist ja so ein Außen, ja nicht Außenbezirk, hört sich immer so blöd an. Es ist halt ein Stadtteil am Rande von München. Und da fährt ja die U6, die auch weitergehen würde bis Garching, die fährt dann quasi nach München rein. Und dann sind wir halt reingefahren bis Odeonsplatz und dann sind wir umgestiegen in eine andere U-Bahn, sind dann etwas westwärts gefahren, halt nicht west, sondern ostwärts, Richtung Isar dann. Und weil wir waren ja in der, das Konzert ist ja, oder war in der Muffathalle, die ist ja etwas südlicher vom Bayerischen Landtag. Und das ist ja quasi auf der östlichen, also östlich, ich sage jetzt mal, im östlichen Stadtteil von München, also östlich der Isar quasi. Wie gesagt, sind wir da rüber gefahren und da wir ja schon zeitig los sind, waren wir vorher noch lecker essen, dass wir gestärkt ins Konzert gehen konnten. Und da hat dann meine Begleitung, die Steffi, vorab schon ein bisschen recherchiert, was es da so in der Nähe gibt. Und da haben wir ein sehr cooles kleines Lokal entdeckt oder beziehungsweise ausprobiert. Das nennt sich Burger House, ist so ein kleiner, durchaus uriger Burgerladen, wie es es, glaube ich, in München hundertfach gibt. Und da sind wir halt rein, haben da wirklich, also wirklich geil gegessen. Also war auch portionstechnisch, man ist satt geworden, es ging auch schnell. Das Coole war auch, man konnte da quasi vom Sitzplatz direkt in die Küche gucken, da hat man zusehen können, wie gerade das Essen zubereitet wird. War sehr, sehr nettes Personal. Es ging auch relativ zügig. Muss aber auch dazu sagen, wir waren kurz nach Ladenöffnung da drinnen, also sozusagen die ersten Gäste. Da geht es natürlich dann ein bisschen zügiger. Aber trotzdem war, wie gesagt, Essen sehr, sehr lecker. Es war auch, ich fand auch die Auswahl der Karte war so, dass eigentlich für jeden was dabei war. Preise waren auch für, also waren insgesamt, also gerade jetzt, wenn man vom ländlicheren Bereich kommt, für Großstadtverhältnisse wirklich, wirklich annehmbar. Und man konnte da jetzt wirklich für einen vernünftigen Preis, hat man ein Getränk bekommen, Essen. Ich hatte dann noch zu meinem Burger noch Krautsalat und eine Portion Pommes dazu. Also da konnte man wirklich, also für heutige Verhältnisse entsprechend, wie gesagt, es war jetzt nicht natürlich spottbillig, aber es war ein Preis, wo ich gesagt, okay, das ist ein fairer Preis. Gesagt, auch davon abgesehen, dass man in der Großstadt war. Und dann sind wir einfach nach dem Essen gleich nochmal ein bisschen Füße vertreten und sind dann von diesem Lokal, von diesem Burgerhaus, direkt zur Muffathalle weitergewandert. Das waren Fußmarsch ungefähr knapp 15 Minuten. Da konnte man quasi gleich so ein kleines Verdauungsspaziergang machen. Und da sind wir dann, also wir mussten dann an der Halle noch
glaube, 10 Minuten auf dem Einlass warten. Und dann sind wir in die warme Halle rein. Muss also, das war gestern in München oder an diesem, das Konzert war am 22. November. Diese heutige Video kommt ja nicht gleich am 23. Da war es abends in München relativ kühl, ich glaube 2 Grad oder so. Und da waren wir dann froh, dass wir dann auch in der warmen Halle waren. Die war bestuhlt. Also die auf der Karte, also man konnte beim Kartenkauf ja quasi sich die Plätze aussuchen. Und ich habe dann in weiser Voraussicht mal einen Platz etwas weiter vorne mal gewählt. Also wir waren in der 7. Reihe, damit man auch jetzt nicht direkt an der Bühne sitzt, sondern dass man auch vielleicht noch was von der Gesamtschau noch ein bisschen sieht, aber dass man trotzdem nah ist. Und dann musste man halt noch knapp eine Stunde warten, bis halt losging. In der Zeit ist man nochmal auf Toilette gegangen, hat sich nochmal was zu trinken geholt. Genau. Und dann ging es eigentlich schon los. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mich hier kurz eine Pause, bringe euch ein, zwei Musikeinspieler und dann erzähle ich noch ein bisschen was zum Konzert und dann machen wir vielleicht nochmal einen kleinen Musikeinspieler und dann gibt es noch ein Fazit. Ich glaube, das ist wie immer ein guter Plan und wie gesagt, jetzt viel Spaß mit den ersten Musikeinspielern. Thank you.
Dann hoffe ich, ihr seid jetzt schon absolut hin und weg vom Scala-Core und wollt jetzt eigentlich schon die nächste Musik hören, aber ich werde noch ein bisschen was erzählen. Ich versuche mich auch jetzt etwas kürzer zu halten, damit es gleich mit Musik weitergeht. Genau, also wir waren dann, wir saßen da, haben uns dann, wie gesagt, diese sehr schöne Musikauswahl angehört. Der Opener war Simply the Best von Tina Turner. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich hatte erst vor, mitzufilmen, aber dann habe ich mir dann wirklich gedacht, so nach 30 Sekunden, als jetzt als dieser Opener lief, ach komm, genieße es einfach, komm rein in diesen Flow und lass es auf dich wirken. Und es war auch die richtige Entscheidung, so dass ich mich komplett auf diese wunderbare Gesangseinlage mit Tanz und bisschen Lichtshow einstellen konnte. Und es war eine wirklich interessante Interpretation von Simply the Best, aber ich fand es richtig stark. Also es war, ich kenne ja von Scala ja quasi die Albumversion. Das ist ja sehr, also sehr ausschließlich auf dem Piano. Und jetzt beim Konzert war es halt ein Synthesizer-Elektro. Ja, ich sag jetzt mal Remix mit Drums, also ganz andere Musikstil. Und da war ich dann wirklich, also nach 30 Sekunden hatten sie mich schon, da wusste ich eigentlich schon, okay, das kann einfach nur ein geiler Abend werden, weil es dermaßen überwältigend war, dass ich da wirklich gleich im Flow mit drin war. Und dann wurden nach dem Opener so quasi die besten und bekanntesten Hits von Scala gespielt. Da sind natürlich, das habt ihr jetzt auch gerade ja schon gehört, Nothing Else Matters von Metallica und California Dreaming, plus zwei, drei andere Songs noch. Und so ging das dann, also so war der Abend dann so auch aufgeteilt. Also es ging mit Klassikern los und dann wurden überwiegend Songs aus den letzten zwei Alben, die heißen ja Gloamings, wie auch die Tour heißt, und Dusk gespielt. Wobei aber, das muss man auf dem Gesamtabend auch sagen, es war ein sehr deutschlastiges Set. Ich denke mal auch, dass die das bewusst so gemacht haben, dass die bei den deutschen Auftritten natürlich entsprechend auch das eine oder andere Lied in Deutsch mehr einbauen, als man vielleicht jetzt bei einem Konzert in England oder Frankreich machen würde. Und da war natürlich die spannende Frage, weil das sind ja alles Frauen aus Belgien, wie gut bringen die das rüber? Und das muss ich wirklich sagen oder ganz ehrlich sagen, man hat jetzt wirklich nicht gemerkt, dass das ein belgischer Chor ist, also von der Aussprache her. Weil deren Deutsch wirklich sehr überzeugend war, sehr gut war. Also ich hatte keinerlei Probleme, dass ich irgendwas nicht verstanden habe. Und auch von der Tonlage her war das sehr, sehr stimmig abgestimmt, sodass man auch die Chance hatte oder dass gar keinem, nicht die Versuchung auch aufkam, dass man irgendwie, sag jetzt mal, Wörter, sag jetzt mal, ja, wegschummeln musste, sondern es waren klare Aussprache, klare Tonlagen, und drum war auch dann das Publikum so schon beim zweiten deutschen Song, die haben dann auch so einen reinen Deutschblock auch eingebaut, war dann das Publikum schon voll dabei und hat auch von den ganzen Sitzreihen aus schon mit quasi angefeuert sozusagen, sodass natürlich diese ganze Energie, die von der Bühne kam, ist nochmal durch diesen Zuschauerinput nochmal um ein Vielfaches verstärkt worden, sodass man wirklich ich glaube, ich habe jetzt schon das tausende Mal wirklich gesagt, aber ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Es war einfach so ein Erlebnis für mich, dass es tatsächlich, das ist, glaube ich, ein anderes Wort dafür, ein Erlebnis war, audio und visuell
so die perfekte Kombination. Genau. Und bevor dass ich jetzt weiter schwafel, würde ich sagen, machen wir noch mal ein bisschen Musik. Ich habe ja zum Glück, wie schon anfangs erwähnt, eine Vielzahl mitgeschnitten, sodass es auch genügend Material gibt für verschiedene Blöcke. Genau. Dann, wie gesagt, jetzt Musik und dann würde ich sagen, mache ich noch kurz ein Fazit und nach dem Fazit machen wir einfach noch mal ein bisschen Musik. Ich hoffe jetzt, allerspätestens jetzt, habt ihr auch so viel Bock auf Scala wie ich nach diesen letzten Musikbeiträgen. Ihr wollt jetzt einfach noch kurz ein Fazit von mir hören und wollt dann gleich danach euch Karten kaufen. Das ist so, glaube ich, das, was vielleicht oder was jetzt ein kleines Wunschdenken auch von mir ist. Oder was ja auch so meine. Warum ich auch solche Konzertberichte mache, um euch, wenn es richtig geile Sachen waren, eine Empfehlung abzugeben. Aber wie gesagt, es gibt jetzt noch ein kurzes Fazit zu diesem Abend und dann werde ich diesen Konzertbericht noch mit bisschen Musik zum Ausklingen beenden. Und wie gesagt, dann hoffe ich, dass ihr danach richtig Bock bekommt, euch auch mal bekannte Welthits in Form eines Chors mit entsprechend modernen Elementen anhören wollt. Genau. Also Fazit. Ich glaube, das kann man in wenigen Worten fassen. Es ist einfach ein unbeschreiblich, oder es war ein unbeschreibliches Erlebnis. Es war wirklich von vorne bis hinten perfekt. Also es gab nichts, wirklich nichts, was ich kritisieren kann. Die Lautstärke war absolut in Ordnung. Es war weder zu laut noch zu leise. Es war nichts irgendwie falsch abgemischt. Es gab
keine Momente, wo man sich denken konnte, ah, Mensch, hier hätte man vielleicht den Bass höher oder weniger drehen müssen. Nein, wirklich ganz perfekt. Also großes Lob auch an die Techniker am Mischpult, die das wirklich, also das bombastisch perfekt hinbekommen haben. Auch in Abstimmung mit der Hallengröße, mit der Örtlichkeit, dass es da zumindest in dieser Reihe oder in dem Bereich, in dem wir saßen, dass es sich einfach so perfekt angehört hat, wie es nur sein kann. Natürlich auch großes, großes Danke an diese 16 oder waren es 18? 18 waren es. An diese 18 maximal talentierten Frauen verschiedenen Alters. Also gut, es waren jetzt schon, ich sage jetzt mal, vom Durchschnitt her würde ich jetzt die Damen so auf Mitte 30 taxieren. Wobei es waren auch Jüngere dabei, es waren vielleicht auch welche mit Ende 30 dabei. Aber diese Frauen, die waren wirklich, also aufeinander abgestimmt, also man hat wirklich das Gefühl gehabt, dass also muss ja dazu sagen, dieser Chor besteht ja aus, glaube ich, bis zu 50 oder 60 Damen, und die werden natürlich dann entsprechend für die Touren zusammengestellt. Ich bin mir auch sicher, dass in größeren Hallen auch mehr Damen auf der Bühne stehen. Jetzt in der Muffathalle war es aufgrund der Bühnengröße, glaube ich, gar nicht, also für diese Show, wie die das veranstalten, wäre es gar nicht möglich gewesen, mehr Ladies da auf die Bühne zu stellen. Sodass auch, wie gesagt, diese Auswahl dieser Damen, dass es quasi für diese Show passt, war wirklich perfekt. Man hat auch gemerkt, sowohl die zwei Kolaschny-Brüder, jetzt habe ich auch den Namen vom anderen, ist mir nicht eingefallen, der Stan. Das ist der Dirigent quasi und der Steven ist der am Klavier, dass die zusammen genau wissen, was oder wie diese Show durchgezogen wird. Also man hatte nie das Gefühl, dass irgendwas improvisiert wirkte oder dass es irgendwie auch, wie es bei manch anderen Bands ist, einfach nur durchgezogen wird, so ohne dass man mal nach links oder rechts guckt oder dass man mal ja einfach auch spontan reagiert. Also es gab immer wieder kurze Interaktion mit dem Publikum. Es wurde zum Beispiel auch ins Publikum, also Ende der Show gefragt, wo eigentlich die Leute so herkommen. Dann ging es halt los, quasi wer ist aus München, dann Umkreis 100 Kilometer, 200 und bis halt, sag ich mal, 800, 900 Kilometer. Der mit der weitesten Anreise war aus Hamburg. Auch einer war aus Belgien da. Und da hat man schon gemerkt, dass es denen auch wichtig ist, solche Elemente in diese Show mit einzubauen, dass es nicht so steril und ja, so typisch deutsch halt durchgetaktet wirkt, sondern einfach locker. Und man hat auch diesen Damen angemerkt, als vor allem als rumgefragt wurde, wo so die Zuschauer herkommen, dass die halt tatsächlich und auch sehr, sehr ehrlich erstaunt waren, welche Anreisen oder Anreise manch Zuschauer auf sich genommen hat, nur um jetzt hier dabei zu sein. Das glaube ich, gibt solchen Musikern auch ein Gefühl der Wertschätzung, wenn man erfährt, dass da Leute einmal von ganz Deutschland, vom Norden nach Süden fahren, nur um bei diesem Konzert dabei zu sein. Und es wirkt ja auch so, dass das war auch über das ganze Konzert der Fall, dass alle Beteiligten auf der Bühne sehr, sehr viel Leidenschaft an den Tag gelegt haben, sehr viel ja auch Liebe zu dem, was sie machen wollen, dass auch ehrliche Gefühle im Spiel waren, und dass man auch man hat ja auch so ein wärmendes Gefühl, dass es ein eingespieltes Team ist, dass ja, da fängt es an, jeder weiß bei den Choreografien,
was zu tun ist. Ich meine, das sind jetzt keine ausgebildeten Tänzer, das muss man auch dazu sagen. Also für das, wie sie das aufziehen, dass es eigentlich ausschließlich ja Sängerinnen sind, natürlich ist jetzt das keine, sind jetzt das keine Choreografien, die, mit denen man bei irgendwelchen Tanzwettbewerben mitmacht, sondern es ist halt einerseits simpel gehalten, aber dennoch so, dass es einfach Schwung und Tempo reinbringt. Und wie gesagt, für das, diese ganzen einzelnen Komponenten, die da reinspielen, ist es halt wirklich reibungslos und auch zwischenfallsfrei. Das sind jetzt immer so, ja, jetzt halt mal Schlagwörter, die jetzt vielleicht mit wenig Emotionen verbunden sind, aber man muss es einfach auch mal vielleicht auch so ausdrücken, weil es einfach komplett, ja, jetzt einfach perfekt war und keiner irgendwie jetzt ausgeschert ist, sondern es war alles abgestimmt, also es ist perfekt abgestimmt aufeinander gewesen. Es gab, wie gesagt, diese Lockerheit, dass man auch mal kurz Spaß gemacht hat, dass man, wie gesagt, mit dem Publikum interagiert oder dass mit dem Publikum interagiert worden ist und dass man einfach als Zuschauer auch das Gefühl hatte, dass die auf der Bühne extrem glücklich sind, dass das Konzert übrigens ausverkauftes Konzert, dass so viele Leute dahingegangen sind, dass das Publikum auch so in Energie geladen war und so viel Rückmeldung gegeben hat, dass die auf der Bühne, sei es jetzt wie gesagt die zwei Brüder oder auch diese 18 Damen oder auch der Schlagzeuger, dass die auch diese Rückmeldung hatten, was wir hier machen, das begeistert die Leute, das macht die Leute glücklich und dieses Konzert hat sich angefühlt wie, also ich habe dann auf die Uhr geguckt, als es zu Ende war und dachte, okay, das war jetzt 2 Stunden, aber es hat sich jetzt irgendwie 3, 4 Stunden angefühlt, weil man einfach so in diesem Flow drin war und so in diesem einfach einzigartigen Abstimmung aus audiovisuellen Elementen, dass man einfach die Zeit vergessen hat. Und das ist eigentlich das, was ein Konzert, also wenn du beim Konzert dieses Gefühl hast, dass du komplett vom Alltag abschalten kannst und dich nur noch auf die Musik konzentrierst, auf die Show, auf das, was dir geboten wird, dann haben eigentlich die Künstler alles richtig gemacht. Auch wenn sich's jetzt blöd anhört, wenn du dann, wenn das Konzert vorbei ist, dann natürlich ist man komplett, ja, man ist vollgepumpt mit diesen Glücksemotionen und mit diesen Glückshormonen. Aber wenn man halt dann so quasi so 1, 2 Stunden danach, wenn dann quasi so diese ganzen Gefühle widerlegen, dann fällt man, das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr auf so einem richtig geilen Konzert wart und euch hat dann quasi die Realität wieder, dass man dann so ein Loch fällt und dann merkt man erst so richtig, wie toll dieses Konzert eigentlich war. Einerseits, weil man dann nicht mehr davon wegkommt, daran zu denken und weil halt einfach so dieser Kontrast dann erst so deutlich wird zwischen diesem einzigartigen Moment und, sag ich jetzt mal, der tristen Realität. Trist jetzt eher drauf angespielt, weil es ja das wettertechnisch jetzt auch grau in grau ist, es ist kalt, es ist ungemütlich. Du wirst natürlich wieder mit tagtäglich oder jetzt am Tag danach halt wieder mit der schlechten Nachricht konfrontiert und da ist wieder was und da ist wieder was. Und dann fällt einfach so ja, einfach dieser Ab, ja, diese, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Du hast einfach diese krassen Gegensätze. Und wenn jetzt ein Konzert, ich sage jetzt mal, nur mittelmäßig ist oder es gab Momente, wo man etwas jetzt nicht so toll fand, dann ist einfach diese Diskrepanz nicht so groß. Wie gesagt, dummes fällt es mir jetzt auch an diesem Tag danach,
immer noch auf, dass ich dass im inneren Auge dieses Konzert nochmal so durchläuft. Und sobald ich jetzt wieder zurückdenke an den einen oder anderen Song, dass man sofort wieder so ein Gefühl dieser Glückseligkeit bekommt. Vor allem, wenn man sich dann auch, wenn man die Augen schließt und einfach nur die Melodien nochmal im Kopf durchspielt und sich einfach nochmal so ein bisschen darauf konzentriert, was habe ich da so erlebt bei diesem Song, was habe ich gespürt, dann ist es nochmal, da kann man nochmal so ein bisschen zu dieser Realität entfliehen. Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich hatte bei vielen Songs gestern Tränen in den Augen, weil mich das so berührt hat, vor allem wie diese Songs interpretiert waren, und dann wie perfekt die auch performt wurden, dass ich auch tatsächlich, als ich dann spät nachts zu Hause war, war meine erste Handlung gleich eine Karte zu kaufen fürs nächste Konzert. Also die sind nächstes Jahr Anfang November wieder in München. Diesmal dann nicht in der Muffathalle, sondern in der Backstage-Halle, glaube ich, heißt sie. Dass ich da, wie gesagt, gleich mir online eine Karte gekauft habe. Einfach nur, weil ich dieses Konzert so toll fand und mich ja quasi in diesen Chor, ja, ich sage jetzt mal, tatsächlich auch verliebt habe in die Musik, wie sie diese Musik machen, dass ich das einfach unbedingt nochmal sehen möchte. Und das ist jetzt tatsächlich auch so, dass ich jetzt die nächsten Jahre, sofern der Scala-Chor in Deutschland ist, also im süddeutschen Raum, respektive jetzt natürlich München, vielleicht sind sie auch mal in Nürnberg, dass ich dann versuchen werde, dahin zu gehen, das einfach um wieder diese Emotionen zu spüren und einfach wieder in diese wunderbare Welt einzutauchen. Also es ist wirklich, wenn ihr jetzt sagt, ach Chor, das ist halt so, ist nicht so meins, das ist irgendwie ja so antik oder es ist einfach ja nicht, probiert es unbedingt Scala aus. Es ist nicht das, was man bei einem Chor erwartet, wie man jetzt ihn klassisch kennt. Also das hat jetzt nichts mit klassischer Musik zu tun, im weitesten Sinne, sondern es ist gerade jetzt mit diesem Konzept, was der Scala-Chor jetzt hat, mit diesen zwei tollen Brüdern, es ist ein gesamtwerkliches Erlebnis aus wunderbaren. So, jetzt hatte ich nur kurz Telefon geklingelt. Wo war ich? Also es ist ein Gesamtkunstwerk, das wirklich für alt und jung ist. Also da, es waren auch Kinder auf dem Konzert. Also auch das Publikum war wirklich, sag ich mal, von 10 bis, ja, sag jetzt mal, ich glaube, die Ältesten waren, glaube ich, so 70 umeinander, was ich jetzt so im Vorbeilaufen gesehen habe. Also es war wirklich kunterbunt gemischtes Publikum aus allen Altersschichten. Darum sage ich auch, diese Musik ist für alle Altersgenerationen und auch für jeden. Ihr wisst ja, ich bin jetzt musiktechnisch eher so im Bereich Rock und Metal eher angesiedelt. Also ich mag eher so die härteren Sachen. Und selbst mich kann sowas richtig begeistern. Also wie gesagt, klare Empfehlung von mir und ich werde, wie gesagt, nächstes Jahr beim Konzert in München dabei sein. Und ich hoffe, dass ich dann wieder so einen tollen Bericht machen kann, wie jetzt. Und ich sehe schon, ich habe jetzt mehr geschwafelt, als ich schwafeln wollte. Aber es war mir einfach wichtig, euch das nochmal in umfänglichen Worten zu sagen, wie schön dieser Abend für mich war und wie sehr mich Scala in der Kolaschny Brothers in den Bann gezogen hat, dass ich es einfach auch mit diesen Worten sagen musste. Genau, aber jetzt zum Abschluss gibt es wie versprochen noch ein bisschen Musik. Und falls euch dieser Bericht gefallen hat, dann dürft ihr mir das natürlich gerne mit einem Like danken oder auch vielleicht, wenn ihr am Konzert wart oder schon mal beim Konzert wart, vielleicht eure Eindrücke in dem Kommentar dazu schreiben. Genau, dann war es das von mir. Wie gesagt, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß
mit den letzten Musikmitschnitten und hoffe, dass wir uns beim nächsten Konzertbericht sehen. Der wird voraussichtlich Mitte Januar kommen, wenn ich bei Universum 25 auf dem Konzert war. Bis dahin natürlich würde es mich auch, oder bis dahin gibt es gibt's noch viele Unboxing-Videos, die jetzt wieder Mediabooks und Filme betreffen. Genau. Dann wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Kommt gut. Also wenn jetzt ihr nur dieses Format verfolgt, dann kommt jetzt, wie gesagt, gut durch die letzten Wochen des Jahres. Ich wünsche allen, die jetzt einfach auf den nächsten Konzertbericht warten, eine schöne Weihnachtszeit, eine besinnliche Zeit. Versucht vielleicht jetzt Ende des Jahres nicht vielleicht ein bisschen wieder runterzufahren, ein bisschen Hektik zu vermeiden. Wie gesagt, das sind auch solche Konzerte immer sehr, sehr ein gutes Mittel der Wahl, um einfach sich wieder auf andere Sachen zu besinnen. Und wie gesagt, dann sehen und hören wir uns beim Konzertbericht Mitte Januar wieder. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.